Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen, aber erst heute Abend. Heute Abend um 19 Uhr über Anixe Plus und Anixe HD sowie auch über den YouTube-Kanal wollen wir dich ermutigen. Wir haben die Telefone geschaltet ab 19 Uhr und auch im Chat kannst du deine Anliegen heute Abend wieder live in die Sendung, für die Sendung eigentlich einsenden. Und wir beten. Wir beten auch für die, die nicht in der Sendung irgendwo zu Wort kommen. Wir beten jeden Sonntag über alles, was bei uns eingeht. Also sei mit dabei heute Abend um 19 Uhr. Und wir freuen uns schon sehr auf heute Abend. Und eine Zuschauerin hat uns geschrieben: Danke für eure Gebete. Zu der Fernsehsendung Gebet für dich live bat ich euch für meine Heilung von Herzinsuffizienz und Herzrhythmusstörung sowie von Niereninsuffizienz zu beten. Als ich wieder beim Kardiologen war, bestätigte mir dieser, dass ich wieder eine normale Herzleistung habe. Auch die Herzrhythmusstörungen traten nicht mehr auf. Danke, Jesus, und auch euch für eure Gebete. Ist das nicht wunderbar? Eine Heilung und Gebetserhörung von der Sendung Gebet für dich live und eine herzliche Einladung für heute Abend reinzuschauen bei Gebet für dich live um 19 Uhr auf Anixe. Du siehst, es lohnt sich. Lade noch andere ein und dann viele, viele Grüße. Der Herr segne dich. Bis heute Abend. Tschüss, bis heute Abend. Hallo und herzlich willkommen zu Gebet für dich live. Schreibt uns gern oder ruft uns an. Wir beten gern für euch. Ich danke dir dafür, dass wir bitten dürfen und dass wir zu dir rufen dürfen. Ein Gebet ist einfach mit Gott zu reden. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.